Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Heute mit einem Video zu Wampel, aka Wumpel auf Englisch. Und zwar habe ich von dem Namenstrick gehört. Den werde ich gleich für euch ausprobieren. Hätte man eigentlich auch drauf kommen können von der Serie, vom Anime. Und zwar hat Maike Papinella und Jesse Pudox. Dementsprechend, wenn wir den einen Maike nennen, also Maike heißt die auf Deutsch und auf Englisch heißt sie May. Jetzt muss ich schauen, mit Y oder mit I geschrieben, muss ich gleich nochmal nachschauen. Und Jesse bleibt halt Jesse. Wenn man das jetzt in Jesse umbenennt, dann wird es halt zu dem Dunklen und dann zu Pudox. Und wenn man es May nennt, dann zu dem Hellen und dann zu Papinella. Kurze Warnung. Man sollte die Namen nicht verschwenden. Man kann Namen eigentlich immer nur einmal verwenden. Und am schlausten wäre es, wenn man 200% Wumpel hat. Und dann daraus einen Papinella macht oder einen Pudox. Ich werde das jetzt für euch opfern, meine Namen. Ich nehme an, dass ich so viele Hunderte von denen bekommen werde, dass es kein Problem ist. Selbst wenn ich die Namen nicht mehr habe, dass ich trotzdem beide Endstufe auf 100% bekommen werde. Weil selbst wenn, dann ist halt immer noch 50-50, wenn man es einfach so entwickelt. Und dann ist der halt so häufig, dass ich so viele fangen kann auf 100%, dass ich dann trotzdem irgendwann alle auf 100% habe. Im Gegensatz zu Evoli, da gibt es 3 Stufen. Und ich kenne viele Leidende, die haben immer noch nicht die letzte Stufe auf 100%, die sie haben wollen. In der Hoffnung, die letzte Stufe auf 100% zu bekommen. Deswegen, ich kenne die Leiden, wenn man die Namen nicht mehr hat. Ich denke, bei dem ist es okay, 50%. Und der kommt halt viel öfter als Evoli. So, dementsprechend probieren wir das mal aus. Ich mache das für euch, damit ihr euren Namen behalten könnt und nicht verschwendet. So. Jesse. Ja, Moment. Jesse mit IE. Okay. So, und der müsste jetzt zum Dunklen werden. Schauen wir mal. Ja, ist geworden. Tatsächlich. Neuer Dex-Eintrag. So. 50 kann ich... Nee, mache ich jetzt noch nicht. Und wenn ich die jetzt May nenne, müsste es zu dem Hellen werden. Ich habe nachgeschaut mit Y. Und jetzt müsste der Helle rauskommen. Und danach Papinella. Schauen wir mal. Dann habe ich leider die Namen verschwendet, aber wie gesagt, müsste funktionieren. Auch ohne. Ist das der Helle oder ist das der Dunkle? So, es hat nicht funktioniert. Für alle, die es bisher gepostet haben und dachten, es funktioniert, das war echt reiner Zufall bei euch. Ich habe es getestet, funktioniert überhaupt nicht, außer ich habe irgendwas falsch gemacht. Falls ich irgendeinen Fehler gemacht habe und ihr das bemerkt habt, unten in die Kommentare. Ansonsten denke ich, funktioniert der Namenstrick nicht. Es gibt keinen Namenstrick bei denen. Vor allem kann der Namenstrick so gar nicht funktionieren. Weil wir haben auch Psyana, also Sakura genannt. Das ist japanisch. Und May ist nur englisch. Und auf japanisch heißt sie eigentlich Haruka. Und Jesse heißt auf japanisch auch nicht Jesse. Also da stimmt irgendwas nicht. War eine nette Idee. Aber auf jeden Fall funktioniert das nicht. Hom, aka Mythbusters, aka Ayman Abdallah, aka Galileo Mystery, hat den Fall gelöst. Namenstrick funktioniert nicht. Das war's von mir. Kleines extra Video heute. Ich dachte, ich hau das mal raus, falls es funktioniert. Für alle, die es interessiert hat, weil so viele danach gefragt haben. Scheint wohl weiterhin 50-50 Glück zu sein. Es sei denn, die Namen waren falsch. Aber echt eine nette Idee. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist das Business.